Hotel Definus Mysterium. Oh, noch mehr Geister, ey. Ich krieg zu viel. Ich hoffe, die Tür ist wenigstens offen und man kann hochlaufen. Man muss nicht wieder Geister ansprühen. Man merkt, ich bin minimal angenervt. Wegen dieser Sache. Und auch gut zu wissen, dass man von der Kante aus sprühen kann. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass man es kann. Aber das war echt grausig. Na? Ah, geschätzter Mario, bitte trete ein. Zögerst du etwa? Komm schon, gib dir einen Ruck. Vertreib bitte die Geister aus deinem Haus. Ah, keine Geister mehr. Hurra. Aber dafür ein Yoshi. Ein Yoshi. Den ich wahrscheinlich auch brauche für das Level. Nehme ich mal an. Ich brauche dafür aber erstmal eine Frohucht. Ah, was sollte eine Frucht haben? So eine Stachelfrucht. Ja, genau die. Mario, nehmen. Nehmen. Nimm. Du kannst dich von mir auch austreten, ja? Von mir aus kannst du dich auch rumschießen, wie du willst. Wir sind zwar nicht bei Mario Strikers, aber hey. Wenn du sie nicht annehmen willst, dann schieß sie halt rum. Ich meine, es ist zwar kein Fußball, aber du bist Mario. Du machst, was du nicht machen kannst, ne? Ne? Du machst, was du nicht lassen. Sie ist verschwunden. Na, herrlich. The fuck? Warum schießt er diese Scheiße, anstatt sie in die Hand zu nehmen? Im Ernst? Oh, willkommen all ihren Obstwünschen nach. Was darf es sein? Ja, bitte Ananas. Heute Morgen hatte ich noch welche. Ah, der will Ananas. Und wir haben keine mehr. Gott verdammt mich. Auf dem Klo vielleicht? Nö. Woher soll ich denn Ananas nehmen? Gott verdammt mich. Heute Morgen. Die etwa? Ich war überrascht, als ich hörte, dass dies ein Vier-Sterne-Hotel. Also wirklich, ein Wasserschaden auf der Toilette. Wasserschaden auf dem Klo, ernsthaft? Ich sehe nichts. Ach, da oben. Ja. Da ist irgendwas am Tropfen. Oder am Spaß haben. Im Ernst? Da kann man hochspringen? Ich will mich verarschen. The fuck? Ist doch wohl ein Witz. Dieses Geschmiere macht mich krank. Möchtest du wissen, was mich noch viel kränker macht? Der Gedanke, dass du hier reingekommen bist. Das Geschmiere? Das da? An der Wand. Oh. Da ist ein Buhu. Da ist ein Buhu an der Wand. Und die Türen sind offen. Interessant. Und was ist hier drin? Wenn Mario denn die Tür öffnen wollen würde. Die auch zu ist. Okay. Auch zu. Das Level ist bekloppt, wenn ich mal so sagen darf. Mir gefällt diese Welt nicht. Mir gefällt das hier echt nicht. Nee, ist echt nicht gut. Okay. Also die einzige Tür, die ich nutzen kann, ist die da vorne. Ansonsten Treppen. Und warum waren die Treppen vorher zu? Was weiß ich. Da komme ich nicht rein. Da vorne etwa? Nö. Da sind Geister. Da ist ein Geist. Ein verkackter Geist. Okay, die Tür ist offen. Und ich höre einen Sunsprite hier unter mir. Oder so. Na ihr. Oh. What the fuck? Im Ernst? Oh, diese Geister machen mir eine Menge Ärger. Sie sind überall. Warum kommt keiner mit einem Schreck weg? 0816. Vorbei und saugt sie einmal vor allem mal weg. Was? Ich habe etwas Merkwürdiges gesagt. Schöne Anspielung. Okay, der pennt, da kommen die vorbei. Da pennt einer.
Da ist ein Geist im Weg. Da pennt einer, da ist eine blaue Münze. The fuck, warum sind hier so viele? So viele Geister, das ist ja nicht wahr. Was ist mit diesem Haus los? Und vor allem, wo soll ich hier genau lang gehen? Oh, hi Geist. Tschö Geist. Na, wenn ich hier nicht durchkomme, dann halt da, ne? Ich mag das Level echt nicht, das ist sehr, sehr komisch. Oh, guck mal. Jetzt bin ich wieder hier. Warum sind die... Ja, ist auch kein Loch in der Decke, natürlich nicht, nein. Komm ich da rein? Oh, da komme ich sogar rein. Ah, oh, dieses Funkeln, ist das vielleicht eine Insignie der Sonne? Ja, müsste sein. Und sie so? Hey, du da, ohne Badekleidung darf niemand in den Pool. Lass mich raten, der ist genau da drin, oder? Oh, come on, das ist eigentlich nicht wahr. Also, ich muss von oben da rein. Also, ich muss aufs Bett, ich muss dann von da rein, oben und dann wahrscheinlich da runterspringen irgendwo. Na, ist wieder herrlich. Das ist wieder herrlich. Gibt es hier hinten irgendwas? Nee. Okay, durchspringen geht nicht. Aber einen Schrägweg habe ich ja nicht. Oh, da kann ich auch nochmal drauf springen, wenn ich da hinkäme. Irgendwie. Da gibt es ja keinen Weg. Aber hier drunter müsste ja... Ja, da ist das Sunsprite. Frage, wie komme ich da hin? Ich muss da komplett außen rumlaufen. Und dann im Geister vorbei. Hm. Sehr, sehr komisch. Der einzige Weg, der momentan frei ist, ist dieser hier. Und der bringe ich hier vorne raus. Sehr, sehr doof irgendwo. Das Level ist so böse doof. Mein Yoshi kann auch nicht die Dinger fressen, oder? Ananas, Ananas, Ananas. Hm. The fuck? Irgendein Tipp? Dieses Hotel ist mit einer Selbstschließanlage ausgerüstet. Denn den Sicherheit... Was? Denn Sicherheit wird hier groß geschrieben. Nur keine Bange. Obwohl, wir haben Schwierigkeiten, uns im Hause zu bewegen. Na super. Ist ja auch irgendwo ein Wasserschaden. Nee. Ist ein Scheiß. Ganz im Ernst. Das ist wirklich total dämlich. Man kann nach oben springen, aber nicht nach unten. Total dumm irgendwo. Oh. Oh. Komme ich hier raus, im Ernst? Irgendwo einen Hinweis geben oder so. Oder kann ich einfach durchs Bild durchspringen? Moment, was? Aber ich frage mal den Typen da vorne. Entschuldigung, aber das Casino hat noch nicht geöffnet. Oh Gott, es gibt noch ein Casino. Aha.
Ein außergewöhnliches Ei kam heute an, wie es wohl gehören mag. Gehört es vielleicht dir, Mario? Gehört es mir? Nein, ich habe keinen Ananas für das Ding. Aber trotzdem, das Level ist doof. Fuck. Kann ich da durchspringen? Man kann da durchspringen. What the fuck? Na herrlich. Hey, Kinderchen. Plötzlich kam ein Geist aus dem Schrank. Oh nö. Da ist ein Geist. Da ist ein Geister. Welcher Schrank? Nach dem Schrank. Oh, ganz viele Geister drin, ja. Ach komm schon. Wieso genau komme ich da nicht rein? Oh. Ha. Na herrlich. Was zum Teufel? Und sie so? Unternehm etwas gegen diese Geister. Und hör bitte auf, mich so anzustarren, du Psycho. Wow, nett. Nett, mich ein Psycho zu nennen, wenn ich da aufräumen soll. Herrlich. Gut, ich muss nach oben. Na dann. Hinauf, Mario. Hinauf. Nach da oben. Und dann... hinauf. Komm schon. Nach ganz oben. Herrlich. So, wo sind wir jetzt gelandet hier? Warte einen Moment. Wo kommst du her? Ich rufe nach Hilfe. Oh je. Das sieht so fake aus. Ja, das ist ja mal sowas von fake. Tja. Das ist ja schrausig. Wollen wir durchlaufen? Und wir sind hier. The fuck? Dolpig. Wo habe ich das Ding hingelegt? Hey, hast du zufällig hier irgendwo eine Ananas gesehen? Ah, nee. Noch nicht, aber ich will gerne eine haben. Hey. Das sind blaue. Wirklich? Das sind blaue Münze versteckt? Wo? Ich meine, ich sehe da oben den Eingang, aber so genau. Wow, und da ist wirklich ein... Da ist ein Loch in der Wand. Na herrlich. Mit einer blauen Münze. Alter Schwede, ey. Das ist ja echt grausig hier. Das ist auch keine Ananas. Da drüben ist eine Ananas. Soll ich da hinkommen? Von da oben, höchstwahrscheinlich. Aber hier ist kein Eingang. Der einzige Eingang ist hier durch. Und hier geht's nach unten auch. Mit Münzen haben wir es hier zu tun. Und eine Ananas. What? Ah, what the fuck? Also schlafender Geist. Und hier haben wir die Ananas. Sehr schön. Dann würde ich sagen, raus hier. So, wo sind wir jetzt? Auf der Etage. Okay, ab zu Yoshi. Na, das geht doch gar nicht. Mario, spring da hoch. Hallo, Yoshi. Gut, dann. Ja, wohin genau jetzt? Zu den Geistern nach oben, würde ich mal sagen, oder? Also nach ganz oben. Dann bei den Kindern da aufs Bett steigen und dann da durch. Weil anders kann ich mir nicht erklären. Das ist der einzige Weg, der hier offen ist. Und ich denke mal, Yoshi kommt hier eh nicht irgendwo durch. Okay, Yoshi kann Geister verspeisen. Das ist cool.
cool. Einfach nur cool. So, die weg und den weg. Und hier komme ich zu, ich glaube, nichts Großem. So, auch weg. Im Ernst? Im Ernst? Oh nö, sag mir jetzt nicht, der hängt fest. Wenn jetzt er festhängt, dann bin ich echt am Arsch. Dann kriege ich ein bisschen Nervenzusammenbruch. Hab dich. Boah, was ein Scheiß. Wieso kann Yoshi da festhängen? In dem Geist drin. Das ist doch bekloppt. Wenn, dann wird man bekloppt. Aber hart. So. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier den Weg entlang gehen und dann eine Stampfattacke. Auf dem Ding hier. So, jetzt sind wir drin. Boah, ey. Also. Schlimme Level, alter Schwede, sind das schlimme Level. Das sind echt grausame Level. Grausame Level. Grausig, grausam. Und ich muss immer noch eins machen. Boah. Mein Move ist schon angedroht. Ich muss am Ende irgendwo alle Level machen und alle Kapitel. In jedem Level dann. Um irgendwie weiterzukommen. Aber das ist. Langsam hart. Das Geheimnis des Casino Delfino. Ja, super. Nochmal. Nochmal Haus. Nochmal Haus. Yay. Ich freue mich. Nicht, weil das echt ein grausiges Level ist. Hier draußen ist zwar schön anzuschauen, aber drin, ne. Muss nicht. Nun, Mario, schau mal beim Casino vorbei. Ich sag meinen Jungs, dass du kommst. Auf geht's. Oh je. Na dann, Casino ist hier an der Seite, ne? Hallo. Ah, Mario. Hier entlang, bitte. Okay. Und du so? Das Spiel ist defekt. Wo ist der Geschäftsführer? Ich will mein Geld zurück. Das Spiel ist defekt. Hm. Ich weiß ja nicht, aber... Hm. Ich sehe wassergetriebene Rollen zum ersten Mal. Wassergetriebene Rollen? Im Ernst jetzt? So, eine 7 da. 7, die ich der anderen Seite hatte, habe ich ja leider weggemacht. Mist, das war genau die 7. Das war auch schon wieder eine 7. Und Jackpot! Irgendwo halbwegs. Was bekommen wir denn? Gar nichts? Im Ernst? Hm. Das ist ja doof. Ich habe keine Mütze mehr. Lell. Ja, Casino-Pech, ne? Hey du, in den ich gerade reingesprungen bin, hast du sehen. Oh, die Jumbo-Rollen. Hm, eine dreifache 7 scheint das Bestmögliche zu sein. Ich habe noch niemanden gesehen, der eine dreifache 7 auf beiden Rollen hatte. Achso, da vorne auch. Hm. Ich dachte schon, was ist denn da? Da kann dann halt nicht stimmen. Dreifacher Geist, na herrlich. Wieso greift er mich an? Auf mich anzugreifen. Nix. Münzen. Rettet mich, Münzen. Au. Sieben.
Sehr schön. Ach, come on, wirklich? Blöde Geister hier. Puh. Puhu. So. Oh, die Umrollen. Eine 3v7 ist das Bestmögliche. Ja. Auf beiden Rollen? Doch, hast du. Mich. Huhaha. So, und jetzt soll ich was machen? Dagegen spritzen. Nein, so. Denn dann bekomme ich einen Sunsprite. So scheint es. Es sei denn, der Geist stört mich dabei. Der stört mich wirklich. Der greift mich sogar an, die Sau. Hör auf damit. Der stört. Der ist immer hart am Nerven. Blöder Geist, du. Wo ist der hin? Oh, hinter mir. Hau ab. Was willst du von mir? Hau ab. So eine Sau. Ich kann ihn ja leider nicht besiegen. Ich muss ihn also irgendwo ein bisschen... Naja. Stehen lassen. Das... Das kann doch nicht ernst sein. Kann ich ihn gar nicht besiegen? Nö. Boah, grausig. Wieso macht man sowas? Mal im Ernst, das ist nervig. Von allen Sachen, die man machen kann, warum ein Geist in so ein scheiß Level, wo man mit Wasser... so ein blödes Rad treffen muss, was nicht funktioniert. Nein, 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 nein. Gott, verdammte Geister. Zwei Geister. Leck mich. Oh, ich kann auf die drauf springen oder was? Im Ernst? What? Das ist Bullshit. Oh Gott sei Dank. Okay. Zwei Sachen. Zum einen, das Spiel ist ja scheiße. Nicht nur das Anschein, sondern auch dieses komische, hey, du musst das alles mit Wasser absprühen, Dingens, weil das nicht akkurat ist. Gar nicht. Kein Stück. Zweitens, die Geister kann man einfach zertreten. Was in Mario nicht funktionieren sollte, weil es Geister sind. Und in keinem anderen Spiel kann man die Geister auch berühren, ohne Schaden zu nehmen. Außer diese komischen Plattformgeister, die gehen in Ordnung. Aber das ist Bullshit. Und dann muss ich auch noch so ein Level machen. Ah! Krieg zu viel. Na, was ist das für ein Level? Sand irgendwo? Kein Sand. Ganz viele Schiebeblöcke. Okay. Von mir aus Schiebeblöcke. What? Solange ich jetzt nicht weggedrückt werde, ist alles in Ordnung. Okay. Das war die falsche Knopfwahl. Die falsche Knopfwahl. Ich wollte springen und dann das Ding machen. Ah, gut, ich lande einfach wieder hier vorne. Na super. Hier ist ein One-Up. Oh. Okay. Oh ne, schon wieder so eine blöde Plattform, die sich dreht. Hatte ich vorhin als eine und die hat mir auch nicht gefallen. Okay, eine Plattform, die sich quasi bewegt zur Seite hin. Okay. Und dann wieder so ein drehendes Ding, was sich zur Seite dreht. Ja, ja, herrlich. Komm rüber da. Gut. Ach so scheiße, wie dreht sich das denn? Das Ding dreht sich ja komisch.
Und hoch da. Okay, das war nicht so schlimm wie das vorherige Ding, was ich gemacht habe. Aber boah, diese Welt geht mir so auf den Sack. Die geht mir so derbs auf den Sack. Unfassbar. Kommen wir mittlerweile irgendwo weiter? Nö. Boah, ey, das ist aber echt grausig. Noch irgendein Level, was ich hier machen muss, bevor irgendwas geht? Ich habe noch keinen Bosskampf gehabt, fällt mir gerade ein. Doch, ich hatte einen Bosskampf am Anfang. König Buhu Keller. Ja, herrlich. Da bist du, Kevin Freund. König Buhu. Da wird sich der Kevin freuen. König Buhu im Keller. Hm. Ganz ehrlich, von allen Gegnern in dieser komischen, beschissenen Welt, ja. Nimmt man Geister, auf die man drauf treten kann. Und dann natürlich noch König Buhu. Hm. Ich kann verstehen, dass man ihn hier reinpackt, aber... Nee. Das Casino ist leer geschossen. Schaurige Geräusche aus dem Keller. Hm. Pronto, sieh nach. Bitte hilf uns. Dankeschön. Okay. Ab in den Keller. Wo ist der Keller überhaupt? Ich habe hier keinen Eingang zum Keller gesehen. Das ist komische. Wo ist der Keller hier? Weißt du vielleicht, wo der Keller ist? Oh, wir sind so beschäftigt. Na, herrlich. Wo ist der Keller? Es kommen Geräusche aus dem Keller. Aber wir haben gar keinen Keller. Dank Mario ist der gute Ruf unseres Zelts wiederhergestellt. Immer gern geschehen, aber wo ist dieser beschissene Keller? Oder muss ich auch hier rein? Ah, Mario, hier entlang bitte. Oh. Echt jetzt? Hier ist das Casino. Au. Ja, hier muss ich hin, definitiv. Da vorne ist auch ein Geist. Aber wir haben gelernt, man kann auf Gasse drauftreten. Was ein Bullshit. Au. Aber man muss sie auch dafür treffen können. Er spukt, er spukt. Er spukt, spukt Buhus. Au. Ihr blöden Geisterschen. Eine Milch? War das wirklich eine Milch? Hm, komisch. Da vorne ist ein Geist. Der zu hoch fliegt. Und jetzt in Reichweite ist. Ehrlich. Da vorne ist auch ein Geist. Da vorne ist er. Hallo, Geist. Du bist besiegt. Da ist doch irgendwo einer. Okay, ich sehe keinen. So, alles weg. Dieser scheint mir nicht richtig. Stimmt etwas nicht. Oh nö. Ist noch irgendwo ein Geist, den ich übersehen habe vielleicht? Da ist ein riesiges M. Das könnte es vielleicht sein. Das gigantische M über der Tür. Hm. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nee, ist nur eine blaue Münze. Eine echte blaue Münze. Keine Fake-blaue Münze. Hey, diese Farbe auf dem Roulette-Tisch ist nicht normal. Okay, gut. Ja, das Violette da vorne. Da, Fug. Sag nicht, Kevin wird sich freuen. Ich meinte, er wird sich ärgern, weil das Ding so bescheuert aussieht. Au. Gut, auf die kann ich wieder draufspringen, oder wie? Interessant. Wenn ich denn auf die draufspringen kann. Dankeschön. Kamera kann ich nicht bewegen. Warum auch immer. Aber ich drücke einfach mal hier auf die Knöpfe drauf. Ja, ich kann die anhalten. Wenn ich nicht dagegen diese bösen... Wow, wie viele sind das bitte? Wie diese bösen Buhus laufe. So.
Wie viele spawnt der denn bitte? Das ist ja abartig. Milch. Dankeschön. Der spawnt ja wirklich viele. Okay, das Glücksrad dreht sich und es ist ein Fragezeichen. Ja, ein Fragezeichenfeld. Ach du Scheiße. Oh oh. Looper sind ja Pillepalle umzauen. Münze nehme ich auch gerne. Looper besiegt. Blue Shell, au. Münze. Ist das ein Kuh? Das ist Looper einer. Ach so, das ist mir ein auf dem. Na herrlich. Au. Woran bin ich jetzt gestorben? Ich muss es nochmal machen, im Ernst? Okay, das ist langsam beschissen, dieses Level. Zum einen kann ich die Kamera nicht bewegen, das ist nervig. Zum anderen kann ich einfach auf Buhus draufspringen, das ist auch nervig. Und dann spawnt der Gegner und ich weiß nicht, was ich genau machen soll bei diesem Scheiß. Ich kann das Ding anhalten, klar. Aber sonst? Die springen auch viel zu hoch. Also die fliegen viel zu hoch, die Geister, als dass ich irgendwas machen kann mit denen. Aber die hinterlassen irgendwas. Sieht aus wie Milch, aber ich weiß nicht genau, was ich darstellen soll. Das hier. Scheint das zu sein, was der Geist nicht mag. Okay. Nix. Wasserkugeln. Okay. Kugel, die mich verfolgen. Okay, das mag er anscheinend. Das Zeug. Hi, Ananas. Oh. Und da hier das Zeug. Okay, dann futter mal schön. Er lacht mich aus, na herrlich. Zitrone vielleicht. Gibt es etwas, was er nicht mag? Ananas vielleicht? Naja, ich sollte dich auf jeden Fall mal treffen. Das wäre vielleicht die erste Maßnahme. Nö, anscheinend ignoriert er das alles. Warte auch immer, das. Was soll ich hier machen? Ganz im Ernst, ich check das nicht. Ist schon wieder so eins dieser komischen Dinger, die ich einfach nicht checke. Dreimal Fragezeichen, okay, dann kommen jetzt drei Gegner, wa? Ach du Scheiße, das ist eine Menge Gegner. Au, die brennen! Drecksäcke! Oh! Anscheinend hat er eins abgekriegt. Irgendwas abgekriegt. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. So, nu? Geister. Geister. Noch mehr Geister. Die ich eigentlich getroffen habe. Vor allem mich getroffen hat. Geister. Und Energie. So, was haben wir da? Münzen. Hey, Münzen wäre nicht schlecht. Bist eine Heilung? Dankeschön. Ein Boss, der einen offensichtlich mal gerne heilt. Das finde ich voll in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich den mit Wasser jetzt abschießen soll oder nicht. Da sehe ich irgendwo nichts drin. Na super. Na herrlich.
Oh, dieser... Der Bosskampf ist kacke. Nicht, weil ich ihn nicht verstehe, weil er einfach nur kacke ist. Ich meine, ich verstehe schon, was ich machen soll. Ich soll den Boss abschießen, klar. Also den König Buhu. So. Er dreht sein komisches Rad und ich bekomme Früchte. So. Dieser Boss ist komisch. Nicht, weil er komisch ist, sondern einfach nur, weil er doof komisch ist. Sunshine, Gebirge ist mag Sunshine, er spielt es so gern, 100% sind noch fern, Gebirge ist mag Sunshine, so jetzt mach aus da.